320 Euro passives Einkommen aus Dividenden habe ich dieses Jahr im Schnitt pro Monat bisher erhalten. 2017 waren es noch 14 Euro im gesamten Jahr. 2020 rund 90 Euro pro Monat. Der Schneeball rollt also langsam. Hier seht ihr kurz eingeblendet, wie sich meine Netto-Dividenden nach Steuern die letzten Jahre entwickelt haben. Selbst wenn ich ab heute keinen Euro mehr investieren würde, könnte ich mit meinen Dividenden einige Wochen Unabhängigkeit von meinem Hauptjob finanzieren. Ein sehr gutes Gefühl. Aber es ist natürlich noch nicht das Ende meiner Reise. Ich habe mir selbst vor allem noch folgende Fragen gestellt. Was wäre, wenn ich ab heute nur noch meine Dividenden reinvestieren würde und mein restliches Einkommen komplett konsumieren würde? Keine Angst, das habe ich natürlich nicht vor, aber ich finde es einfach ein spannendes Gedankenexperiment. Wo würde dann in 5 und 10 Jahren mein passives Einkommen stehen, wenn ich das tun würde? Dann die Frage, wann wäre dann meine finanzielle Unabhängigkeit erreichbar? Und dann letztlich, was wäre wirklich nötig, um die finanzielle Freiheit in 10 Jahren zu erreichen? Wer Antworten auf diese Fragen möchte, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Übrigens gab es einen sehr überraschenden Faktor, der massiv die finanzielle Unabhängigkeit in den kommenden Jahren beeinflusst. Die Inflation. Ich muss sagen, den Einfluss habe ich massiv unterschätzt. Mehr dazu gleich in meinen Rechenbeispielen und meinen Antworten. Also dranbleiben. Mit den aktuell 320 Euro Dividenden pro Monat nach Steuern könnte ich einen 320 Euro Sparplan ohne zusätzlich nur 1 Euro aus meinem sonstigen Einkommen aufwenden zu müssen bedienen. Also schmeißen wir doch mal einen Zinseszinsrechner an, der uns errechnet, was wir alleine damit in 5 und 10 Jahren an Vermögen aufbauen könnten. Ich nehme hier an, dass ich die 320 Euro Dividenden jeden Monat in ein Dividendendepot aus ETFs und Einzelaktien investiere. Ich habe mit meinem Depot die letzten 6 Jahre im Schnitt 5,3% Total Return bereits nach Steuern erreicht. Natürlich hoffe ich in den kommenden Jahren auf mehr, so 7-8% nach Steuern, aber ich bleibe hier erstmal konservativ bei den 5,3%. Wichtig beim Total Return sind die reinvestierten Dividenden natürlich mit berücksichtigt, sprich die Dividenden, die ich aus der Anlage in der Zwischenzeit erhalte, werden direkt wieder angelegt. Nach 5 Jahren könnte ich nur damit 22.000 Euro zusätzliches Vermögen aufbauen. Nach 10 Jahren wären es bereits 50.000 Euro. Aber was bedeutet das jetzt für mein passives Einkommen in 5 bis 10 Jahren? Aus 22.000 Euro könnte ich bei einer Dividendenrendite von 3,34%, das ist meine aktuelle durchschnittliche Dividendenrendite laut DividDiary, Link dazu auch unten, nach 5 Jahren 735 Euro jährliches passives Einkommen erwarten. Pro Monat wären das ungefähr 62 Euro. Mit den 320 Euro Dividenden von heute wären wir dann schon bei 382 Euro. Nach 10 Jahren wären es zusätzlich 1670 Euro pro Jahr oder 140 Euro pro Monat, also dann insgesamt 460 Euro pro Monat. Aber hier fehlt jetzt noch ein Effekt, die Dividendensteigerung aus meinem bestehenden Depot. Die 320 Euro pro Monat werden sich vermutlich noch jährlich automatisch durch erhöhte Ausschüttung meiner Unternehmen bzw. der ETFs von ganz von alleine nach oben anpassen. Laut DividDiary haben meine Unternehmen in den letzten 5 Jahren ihre Dividende im Schnitt um 6,4% erhöht, sprich ich müsste die Rechnung von gerade nochmal um eine Dynamik erweitern. Mein passives Einkommen sollte sich jährlich um 6,4% erhöhen. Dann machen wir die Rechnung doch einfach nochmal mit der neuen Dynamik. Hier seht ihr direkt das Ergebnis. Gerade nach 10 Jahren sorgt die Dynamik für eine deutlich höhere Dividende. Statt 460 Euro pro Monat kann man hier dann schon 504 Euro erwarten. Im Angesicht hoher Inflation ist es aber auch gerade essentiell, dass man eine solche Dynamik und Rendite erwirtschaftet. Die 504 Euro in 10 Jahren werden nicht mehr dieselbe Kaufkraft wie heute 504 Euro haben. Das hängt natürlich von der Inflation der kommenden Jahre ab. Ich rechne nicht mit 10%,
pro Jahr, aber auch nicht mit 2% wie die EZB aktuell ja noch, zumindest angeblich. Sagen wir mal 3,5% Inflation pro Jahr. Und bei 3,5% durchschnittlicher Inflationsrate in 10 Jahren noch dieselbe Kaufkraft mit den 320 Euro der heutigen Dividenden zu haben, müsste ich in 10 Jahren 450 Euro Dividenden erhalten. Um die Kaufkraft bereinigt, wären 504 Euro nur ein Plus von 54 Euro und nicht 184 Euro. Das ist also ein großer Unterschied, der durch die Inflation ausgelöst wird. Das Ziel muss also sein, die Rendite nach oben zu schrauben, um die Differenz zur Inflation zu vergrößern. Rechnen wir also nochmal die 10 Jahre, wieder mit Ausgangspunkt 320 Euro und 6,4% Dividendenwachstumsdynamik, aber mit 8% Total Return nach Steuern statt nur 5,5% pro Jahr. Die ganze Rechnung hier wieder für euch eingeblendet. Den Link zu dem entsprechenden Zinsrechner findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Hier würde das Kapital auf über 75.000 Euro steigen. Die Dividende pro Monat wären statt vorher 504 Euro jetzt 531 Euro. Ein Plus, aber kein Rieseneffekt. Damit haben wir die ersten beiden Fragen beantwortet. Erstens, was wäre, wenn ich ab heute nur noch meine Dividenden reinvestieren würde und mein restliches Einkommen komplett konsumieren würde? Wo würde dann in 5 und 10 Jahren mein passives Einkommen stehen? Antwort: Ich würde mein Vermögen und auch mein passives Einkommen weiter steigern auf über 500 Euro, je nach Rendite. Aber wichtig ist zu beachten, dass die Inflation große Teile der Steigerung auffressen könnte, je nachdem, wie sie dann letztlich sein wird, wie hoch. Kommen wir nun noch zur letzten Frage. Wann wäre dann meine finanzielle Unabhängigkeit erreichbar? Antwort: Das Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit ohne das Investieren von neuem Kapital wäre aus meiner Sicht absolut unrealistisch. Ich könnte mein passives Einkommen durch Reinvestieren des Kapitals sowie der Dividendensteigerung auch nach Inflation steigern, aber eben nicht in dem Maße, dass zum Beispiel für ein passives Einkommen von 2.000 Euro nach Steuern pro Monat nötig wäre. Dafür muss ich auch die kommenden 10 Jahre signifikant weiter in den Aktienmarkt investieren. Wie viel wäre dazu jetzt aber nötig? Dafür habe ich einen anderen Rechner angeworfen, den Finanzielle Freiheit-Rechner von Finanzfluss. Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Um laut deren Rechner 2.000 Euro nach Steuern pro Monat in 10 Jahren zu erreichen, müsste ich unter Berücksichtigung meiner aktuellen Depotgröße nur 1.333 Euro zusätzlich investieren. 320 Euro könnte ich aus meinen Dividenden finanzieren, sprich es wäre nur 1.000 Euro pro Monat zusätzlich nötig. Das ist natürlich auch eine verdammt große Menge Geld, aber mit genug Sparwillen vielleicht noch machbar, wenn man ein entsprechendes Einkommen besitzt. Jetzt kommt aber das große Aber, die Inflation, und die haut richtig rein. Wenn man beim Rechner von Finanzfluss nun wieder die 3,5% Inflation pro Jahr einträgt, der voreingestellte Wert ist übrigens 1,84% als historischer Durchschnitt, springen die Anforderungen an die Sparquote massiv nach oben. Mit 3,5% Inflation pro Jahr springt die zusätzlich nötige Investition pro Monat für die finanzielle Unabhängigkeit von 1.333 auf 8.331 Euro. Krass! Mit einem historischen Schnitt von 1,84% Inflation geht es wieder etwas nach unten auf 3.342 Euro pro Monat. Immer noch sehr viel, aber deutlich weniger als die über 8.000 Euro, die wohl für 99,999% der Bevölkerung absolut utopisch wären. Bevor ich das Ganze jetzt mit jedem Inflationswert durchrechne, habe ich eine Grafik für euch gebastelt. Die Rendite nach Steuern beträgt jetzt erstmal immer 5,4%. Jetzt gleich kommt noch eine Version mit 8 und 12%. Die existierende Depotgröße entspricht immer meinem aktuellen Depot, was auch die 320 Euro pro Monat generiert. Mit steigender Inflation wird der Kapitalaufwand, den man jeden Monat betreiben muss, um die 2.000 Euro passives Einkommen in 10 Jahren zu erreichen, enorm. Macht auch Sinn, je kleiner die Differenz zwischen Rendite und Inflation, desto geringer die reale Rendite.
Das zeigt sich auch, wenn wir alle Parameter gleich lassen, aber die Rendite nach Steuern auf 8% oder sogar überragende 12% nach Steuern anheben. Alle drei Szenarien habe ich jetzt hier für euch gemeinsam nebeneinander eingeblendet. Dies bestätigt auch meine vorherige These, die Differenz zwischen Rendite und Inflationsrate ist natürlich entscheidend. Je größer diese ist, desto eher winkt die finanzielle Freiheit. Nun können wir die Inflationsrate leider nicht beeinflussen. Bei der Rendite können wir über eine steigende Lernkurve und Erfahrung also am meisten rausholen. Mein Ziel ist es, die Performance des FTSE All World zu erreichen. Der hat die letzten 5 Jahre knapp über 10% vor Steuern gemacht. Nach Steuern wären das ungefähr 8%. Aktuell bin ich mit meinen 5,4% davon also auf jeden Fall noch ein Stück entfernt. Passend zu meiner Performance auch hier nochmal der Disclaimer. Das hier ist keine Anlageberatung. Ich bin keineswegs perfekt und mache Fehler. Das ist daher alles hier nur meine persönliche Meinung. Auch die Rechnungen können durchaus Fehler beinhalten. Rechnet sie gerne mal für euch selber nach. Ihr müsst das Risiko für eure Investitionen selber tragen. Bevor wir gleich zu meinem Fazit kommen, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Ich werde künftig neue Videos nur noch alle 14 Tage veröffentlichen. Ich habe jetzt 3 Jahre jede Woche samstags um 8 Uhr ein neues Video veröffentlicht. In den letzten Monaten hatte ich nicht mehr das Gefühl, euch wirklich jede Woche den Mehrwert zu liefern, den ich möchte. Der Grund war vor allem zu wenig Zeit. Die Zeit wird in den kommenden Wochen Monaten leider eher noch weniger als mehr. Daher habe ich mich entschieden, auf alle 14 Tage zu wechseln. Mit dem Wechsel möchte ich mir auch wieder mehr Raum geben, Videos noch ausführlicher zu recherchieren, zu filmen und zu schneiden, inklusive Grafiken und Co. Das ist nämlich immer echt eine ganz schöne Arbeit. Mir geht es nämlich vor allem darum, euch als Community qualitativ hochwertige Videos und Gedankenanstöße zu geben. Qualität vor Quantität. Ich hoffe, ihr versteht das und bleibt mir treu. Wenn ihr mich auf dieser Reise weiter unterstützen wollt, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Teilt ihn gerne mit Freunden und Familie oder Kolleginnen und klickt ab und zu ein der Werbelinks unter den Videos, unterstützt so meinen Kanal. Aktuell gibt es da zum Beispiel 3,5% aufs Tagesgeldkonto bei der DKB. Link unten, Konto eröffnen, kostenlos und gleichzeitig meinen Kanal unterstützen. Kommen wir nun aber nochmal zum Fazit für dieses Video. Zuerst muss ich sagen, dass ich für mich persönlich bereits eine sehr gute Depotbasis habe, finde ich. 320 Euro durchschnittliche Dividende sind schon echt eine stolze Hausnummer im Monat. Und selbst ohne weitere Einzahlungen in das Depot könnte ich alleine über die reinvestierten Dividenden die finanzielle Unabhängigkeit gut vorantreiben. Aber es wird nicht reichen, um meine Ziele zu erreichen. Wie viel ich zusätzlich investieren muss, wird natürlich stark von der Differenz zwischen meiner Rendite sowie der Inflation abhängen. Und natürlich auch von meinem aktiven Einkommen. Da ich die Inflation nicht beeinflussen kann, muss die Rendite stimmen. Außerdem ist natürlich die Investitionssumme, je früher, desto besser für den maximalen Zinseszinseffekt, wichtig und das aktive Einkommen, was dieses speist. Wenn das eigene aktive Einkommen der Inflation hinterherhinkt, wäre das natürlich auch eine Bremse fürs Depot. Also, das heißt, weiter Gas geben beim Depot, beim Job, natürlich hier auch auf diesem Kanal. Schaut euch gerne zum Schluss nochmal das Video von mir an, wo ich euch meinen Plan zur finanziellen Freiheit vorstelle. Da seht ihr auch, dass dieser Plan nicht nur auf Dividenden fußt, sondern auch aus anderem passiven Einkommen. Da bleibt mir noch zu sagen, immer rational handeln.